Am Freitagmorgen gegen 5.55 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der L531 in Burbach tödlich verletzt. Der aus dem angrenzenden Hessen stammende 21-Jährige war mit seinem VW Polo aus Richtung Würgendorf kommend in Fahrtrichtung Burbach zu seiner Arbeitsstelle unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich noch ein 19-jähriger Arbeitskollege. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Polo dann auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW aus dem Westerwaldkreis. Sowohl der Polo als auch der LKW kamen nach der Kollision von der Fahrbahn ab. Der PKW landete in einer Böschung, der LKW prallte gegen einen Baum. Der 21-jährige Polofahrer erlitt bei dem Unfall derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein 19-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt, der 57-jährige LKW-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 55.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L531 für 3 Stunden komplett gesperrt werden. Das Siegener Verkehrskommissariat rekonstruiert das genaue Unfallgeschehen zur Ermittlung der Unfallursache.